So, ich begrüße Sie zu unserer Vorlesung zur Informationssicherheit. Wir wollen heute nochmal über Secret Key-Kryptosysteme reden. Wir hatten ja eine Vorlesung dazu schon und wollen uns jetzt mit dem zweiten Bereich befassen. Das ist ja eine sehr zentrale Geschichte, die Verschlüsselungsverfahren, die symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, wo der zum Verschlüsseln der gleiche Schlüssel benutzt wird wie zum Entschlüsseln. Also K-Encrypt gleich K-Decrypt gleich K. Das ist also die Aufgabe, das ist also praktisch der Schlüssel. Und jetzt habe ich hier ein bisschen zu sehr mit dem Raum geaßt. Und wir haben also die Verschlüsselung einer Klartextnachricht mit dem Verschlüsselungsschlüssel. Und das ist der Chiffretext. Und wenn wir mit Hilfe des Entschlüsselungsschlüssels hier die Decrypt-Funktion anwenden, dann kommen wir genau wieder auf unsere Klarsicht, auf unsere Klarsichtnachricht. Ja, also Verschlüsselung, Entschlüsselung, das gleiche, gleiche Schlüssel, das ist das Kennzeichen der Secret Key-Verfahren. Hauptproblem, werden wir auch dann später nochmal in der Vorlesung nochmal uns direkt drum kümmern, ist, dass eigentlich die geheimste Nachricht in einer Folge von Nachrichtenaustausch der Schlüssel ist. Und ausgerechnet den Schlüssel, den kann ich, da habe ich keine Verschlüsselung zur Verfügung, um den Schlüssel zu übermitteln. Das heißt, dieser Austausch des zu verwendenden Schlüssels und dass dieser Austausch sicher funktioniert, eventuell auch ohne Verschlüsselung, auf anderem Wege, das gibt genau die Sicherheit meiner Verfahren an. Ein zweites Problem, was wir dann sehen bei den asymmetrischen Verschlüsselungen nicht da ist, dass wenn mein Partner mich fault und diesen Verschlüsselungsschlüssel noch einem Dritten gibt, ohne dass ich das weiß, dann kann dieser Dritte genauso die Nachricht entschlüsseln wie mein Kommunikationspartner. Ich kann das durch nichts feststellen, durch nichts kontrollieren. Ich bin da ausgeliefert dem Partner, dass mit dem Schlüssel sinnvoll umgegangen wird. Okay, wir wollen uns aber ja ansehen, die Verfahren erstmal und hatte dann immer auch schon gesagt, die traditionellen Kryptosysteme sind alles Secret Key-Verfahren. So, jetzt haben wir ja schon in einer Vorlesung darüber gesprochen, was es da so gibt. Wir hatten also die Substitutionschiffren uns angesehen, wo jeder Buchstabe eines Klartextes durch in einer festgelegten Weise durch einen anderen Buchstaben des Alphabets ersetzt wird. Wir hatten da die Verschiebe- und die Multiplikationschiffren besprochen. Also bei den Verschiebe-Multiplikationschiffren wurde der Buchstabe immer entweder verschoben, also es wurde darauf addiert, die Positionsnummer, oder die Positionsnummer wurde multipliziert mit dem Faktor. Und dabei wurde dann einfach eine Verschiebung, eine schwer durchschaubare Verschiebung im Alphabet erreicht, die den Text, den sinnvollen Text, dann wirklich sehr unsinnig erscheinen lässt. Wir haben eine Kombination dieser beiden Verschiebe- und Multiplikationschiffren, das waren die affinen Chiffren besprochen. Wir haben Permutationschiffren besprochen, hier also, wo die Idee ist, dass der Chiffretext durch eine Permutation der Buchstaben des Klartextes erreicht wird. Da muss man sich überlegen, wie viele solche Permutationen gibt. Das ist ja gut. Jede Permutation ist dann der Schlüssel, aber die muss ich auch darstellen können, anwenden können und so weiter. Wir haben dann gesehen, dass alle diese Verfahren, diese Substitutionschiffren, insofern kryptoanalytisch leichte Beute sind, weil ich über die Häufigkeitsverteilung der Buchstaben in einem sinnvollen Text Rückschlüsse auf die Codierung ziehen kann. Und haben dann besprochen, dass man zu einem klügeren Modell übergeht, nämlich zu den polyalphabetischen, wo man nicht mehr einen Buchstaben durch genau einen anderen ersetzt, wo man durchaus einen Buchstaben durch verschiedene Zeichen verschlüsseln kann bei diesem. Und da hatten wir als ein Beispiel, ein sehr berühmtes Beispiel, die Vigenère-Chiffre besprochen, wo man ein Schlüsselwort hat, das ist der Schlüssel. Dieses Schlüsselwort wird immer aneinandergereiht, bis das so lang ist, diese Buchstabenfolge, wie mein zu verschlüsselnder Text. Und dann wird jeweils die Position des Buchstabens im Schlüsselwort für eine entsprechende Verschiebung des Klartextbuchstaben benutzt. Auf diese Weise kriege ich das ein Zeichen im Laufe der Zeit immer wieder durch andere Zeichen ersetzt wird, nämlich in Abhängigkeit von der Position da im Schlüsselwort. Spezialfall war das berühmte One-Time-Pad.
wo als Schlüsselwort, und dieses One-Time-Pad kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man über binäre Verschlüsselung, binären Klartext und binäre Folge redet. Das funktioniert aber auch für Buchstabenfolgen, wo man anstelle dieses Schlüsselworts, wo über die Wiederholung auch dann am Ende Muster erkennbar sind, anstelle des Schlüsselworts eine zufällige Buchstabenfolge über den Klartext legt und dann jeweils für die entsprechende Verschiebung besorgt. Schwierigkeit hier ist, die zufällige Buchstabenfolge muss richtig zufällig sein. Die muss wieder bei beiden Seiten zur Verfügung stehen. Wir haben dann über so geschickte Sachen gesprochen, wie dass man dass man das binär verschlüsselt, zum Beispiel aus irgendwelchen physikalischen Ereignissen, irgendwelchen Flackern in der Sonnenstrahlung oder irgendwelche Satellitensignale oder irgendwas, was an auch entfernten Positionen beobachtet werden kann. Und wenn man dann in der Lage ist, sich zu synchronisieren und sagen, jetzt nehmen wir diese Ereignisse als zufällige Folge, dass man dann sehr gute One-Time-Pads hat. Theoretisch haben wir was ganz Wichtiges bewiesen, nämlich dass die One-Time-Pads mit einer echten Zufallsfolge von perfekter Sicherheit sind. Und perfekte Sicherheit sagte nochmal, auch wenn ich ganz viel Chiffretext zur Verfügung habe, hilft mir das nichts beim Entschlüsseln eines bestimmten Klartexts. Also was wir ja bei diesen Angriffen gesehen hatten, dass man irgendwie sehr viel Schlüsseltext analysieren kann, dass einem das Einsicht gibt in die Verschlüsselung. Hier ist es so bei diesem One-Time-Pad, wenn die Folge echt zufällig ist, dass das da nichts hilft. So, und dann haben wir die Vorlesung beendet, indem wir gesagt haben, ein anderer Ansatz sind die Blockchiffren. Und die Blockchiffren sind so charakterisiert, dass mein Klartext in Blöcke fester Länge geteilt wird und diese einzelnen Blöcke werden unabhängig voneinander verschlüsselt. Das heißt, auf diese Weise auch nochmal mit verschiedenen Schlüsseln wird es also deutlich schwerer, da Rückschlüsse zu ziehen auf den Inhalt des Textes. Bei der Definition, was ist denn nun eine gute Blocklänge? Wie kann man das gut einstellen? Haben wir uns nochmal wieder erinnert an diese Shannon'schen Forderungen für gute Verschlüsselung, nämlich die sollten einerseits die Eigenschaft der Konfusion haben, das heißt, das Ergebnis sollte ganz zufällig aussehen. Und das zweite war die Eigenschaft der Diffusion, dass der Klartextbit durch möglichst viele Chiffretextbits ersetzt wird. So, und wenn man das nimmt und mit praktischen Erfahrungen und ein paar Hintergrundrechnungen bestätigt, dann kommt man raus, dass so eine gute, auch praktikable Blocklänge 64 Bit ist. 64 Bit, das heißt, die Anzahl der Schlüssel ist dann 2 hoch 64. Also das ist eine sehr große Zahl. Und jetzt kann ich ja hier da noch die einzelnen, für die einzelnen Blöcke, kann ich jeweils noch Permutation diesen Text permutieren. Also ich kann 2 hoch 64 viele verschiedene Nachrichten und die kann ich durch Permutation jeweils verändern. Haben wir gesehen, Problem war, dass das für die Praxis da gar nicht so viele sinnvolle Schlüssel herausspringen, weil ich die Schlüssel überhaupt nicht kommunizieren konnte. Ich hatte Ihnen ausgerechnet, wie viele Tonnen, 500 Tonnen waren es, glaube ich, Festplatten gebraucht werden, wenn man so eine beliebige Permutation über 2 hoch 64 aufschreiben will. So.